So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind jetzt hier, irgendwo, ne, da oben ist der Teegut, da unten ist Baustelle, da wird gerade gebaut und gestellt wahrscheinlich auch noch. Wir möchten heute einen Community Raid nochmal machen, nachdem er jetzt Zekrom in die Raids reingekommen ist, wir einen Zekrom Community Raid gemacht haben, möchte ich auch immer den Mega Raid machen. Die meisten brauche ich nämlich sowieso noch auf dem Habanero Account, auf dem Free-to-Play Account, damit ich die einmal entwickeln kann. Mega Altaria haben wir jetzt schon mal eins gemacht, 225 Energie bekommen, wir brauchen aber 300 Energie, um das zu entwickeln. Das ist die Arena. Hier findet gerade ein Mega Altaria Raid statt. Das ist eine bemalte Litfaßsäule. Das Ding heißt auch so, die Arena. Was noch genialer ist, hier ist ein Lokmodul ausgelegt an diesem Baum. Sieht erstmal unspektakulär aus. Wenn man näher rangeht, sieht man aber hier Pferdebockwurst mit Schweinefleisch. Wie ist das Schwein denn in das Pferd gekommen? Das verstehe ich nicht. Ist das jetzt aus Pferdefleisch, aus Schweinefleisch, aus beiden? Es hat auf jeden Fall was gebracht. Es hat ein wildes Milzer angelockt. Das sitzt nämlich genau hier rum. So, jetzt wollte ich euch kurz das Milzer zeigen. Seht, die Aufgabe ist schon fertig. Super Sani hat 9 Pokémon gefangen. Linus hat 7 gefangen. Bloody Mary hat auch 9 gefangen. Ramses hat gar nichts gemacht. Der hat ja die Pferdebockwurst begutachtet. Ich hole mir trotzdem mal was ab und guck, was haben wir jetzt? Verwende 50 Bären beim Fangen von Pokémon, die brauche ich eigentlich zum Arenenfüttern. Ich nehme mal 45 gute Würfe und hier ist jetzt das Milzer, was durch die Pferdebockwurst angelockt wurde. Verdammt. Ich habe den Raid auf 9.33 Uhr angesetzt, der geht nämlich auch um 9.33 Uhr direkt auf. Ich muss noch mal kurz in die Gruppe schauen, wer sich alles eingetragen hat, wer mitmachen möchte, wen wir einladen. Ansonsten, ja, knüppel mal einfach drauf. Gelbe Arena, gelb gesetzt, das passt. Schnäppke ist zurück. Ich bereite mich vor, dann starten wir gleich in den Raid und werden unser erstes Mega Altaria entwickeln auf dem Free-to-Play Habanero Account. So, während die Bauarbeiter bauen, haben wir uns jetzt mal hier ins Auto gestellt. Wollen wir noch ein paar Sachen hier wegfangen für die Aufgabe. Wir müssen ja, glaube ich, hier 45 gute Würfe machen. Also nicht so. So vielleicht, das ist sogar großartig. Wollen den anderen ja auch mal ein bisschen helfen. Ich glaube, einen Punkt habe ich jetzt gemacht auf der Liste. Dann habe ich mal geguckt, ich muss noch eine Freundschaftsanfrage annehmen von Pogego Niggi zum Einladen für den Raid. Henry Niggi habe ich, Pogego Niggi muss ich noch einladen. Den 22 Michel habe ich gestern gelöscht, der hat ein Level Up getriggert außerhalb des Sea Days. Man kennt den Namen, der ist schon immer dabei. Vielleicht braucht er die Punkte nicht mehr oder hat nicht drauf geachtet. Ich habe ihm jetzt auch mal geschrieben. Ich kann ja mal hier für diese Aufgabe, das seht ihr ja hier drüben, harte Zeiten. Schließe eine neue Freundschaft, schließe 3 neue Freundschaften. Das können wir theoretisch machen, indem wir einfach mal 3 Leute annehmen. Hier für den Raid, hier den Michel, dass er wieder da ist. Und was ist das? Fidel Makaschel oder Eibel Stolz? Eibel Stolz sagt mir auch irgendwas. Ist, glaube ich, auch bei Raids für Zuschauer schon öfters mal dabei gewesen. Das andere kann ich ja auch mal annehmen, auch wenn ich nicht weiß, wer es ist. Ich kann die ja dann theoretisch wieder löschen, wenn die Faxen machen. Jetzt müsste ja hier diese Aufgabe auch fertig sein. Das hole ich einfach mal ab. Hier ist auch was drin. Seit dem Event gestern, Adamande Zeit, könnt ihr hier immer noch Sachen abholen. Für Level 30, für Level 40. Da gibt es massig Raid-Pässe und alles andere. Guck mal, 5 gratis Raid-Pässe. Das ist auf jeden Fall fett. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit. Das Gute, wenn du schon Level 40 bist, kannst du einfach nur alles abholen. Hier erreiche Level 30. Manchmal ist es auch ein bisschen verbuggt. Gehst du kurz raus, gehst du wieder rein, kriegst noch einen Raid Pass dazu. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Raid Passen machen soll. Lustig ist, dass das hier harte Zeiten heißt. Aber eigentlich heißt es Event ja Adamande Zeiten oder heißt Adamant hart. Ich weiß es nicht. Ich bin der Adamande Mensch. Jetzt gehen wir wieder raus. 30 Sekunden. Gucken ganz kurz noch mal in Telegram, ob sich noch jemand dazu geschrieben hat. Hier ist nämlich die Raid-Gruppe, da steht immer alles drin und wir haben Pogego Niki, Henry Niki, Aiwa Schaf, 1, Shenaya 86 und vor Ort Samyang Pupsi, Bloody Mary und Linus. Das dürften alle sein. Gehen jetzt hier drauf, mit dem Samyang gehen wir auch hier drauf. 5 Sekunden. Ich habe gestern natürlich einen Mega-Fail des Tages gehabt, das kann ich euch aber gleich erzählen, was da passiert ist.
Ich wollte gestern einen Raid machen und habe es natürlich nicht geschafft. Ich habe 2 Anläufe gehabt und bin beides mal eingeschlafen. Das ist mir auch noch nicht passiert. So, werfen wir jetzt hier rein. Das ist das Mega Altaria. Die Leute, die wir einladen. Shenaya, Pogego, Niki, Aiwa, Schaf, passt, ist alles drin. Wir können mal gucken, wer noch online ist. Vielleicht können wir noch irgendjemanden... hier, Pogehunter, nehme ich mal mit. Hier drüben gucke ich mal kurz beim Samyang, wen der hat. Matze, Nordland, Borki, Bowling Ball, Hannover liebt, Hopfenschnitzel. Apropos Hopfenschnitzel. Gestern war der letzte Tag von Shenaya und Farah. Dann ist die Shenaya wieder in die Heimat zurück und der Farah wollte die ganze Zeit schon ein Winterbier-Tasting machen. Jetzt hat er gestern sich treffen wollen, um 11 Uhr tagsüber Winterbier-Tasting zu machen, als Special dann für Weihnachten oder so. Er hat 20 Winterbiers dabei gehabt, plus noch ein Bonusbier, plus irgendwie noch ein Bonusbier oder so, aber das ist schon wieder zu viel gespoilert. Und da haben wir uns dann durchgetrunken, dann bin ich wieder heim und dann habe ich irgendwie geschlafen, dann habe ich gekotzt und dann habe ich geschlafen. Und dann von 0 Uhr bin ich kurz auf und habe noch Geschenke gemacht und dann ja, habe ich wieder geschlafen oder so ähnlich. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich muss doch meinen Raid Pass noch machen. Dann habe ich gesehen, da ist ja so ein Shanera Raid in der Nähe und da bin ich so drauf gegangen und tue den Pass rein und die Lobbyzeit läuft ab. Und dann wache ich auf und sehe, ich habe es nicht geschafft, wahrscheinlich weil ich gar nicht gekämpft habe. Habe ich also nochmal, weil der Pass war ja in der Arena bei einem 3er Shanera. Und frühs wache ich auf und sehe, ich habe im Tagebuch nur drin stehen, dass ich einmal Staub bekommen habe fürs Nichtschaffen. Ich bin 2-mal also beim Raid eingeschlafen. Ja, und deswegen gab es gestern auch keinen Chill mit Ramses irgendwie. Heute geht's mir gut. Kennt euer Limit, nicht zu viel, hin und her. Ohne die Videos würde ich das auch nie machen. Eigentlich hätte das ja sein Video sein müssen oder Shenayas Video. Ich war nur Komparse, ich habe ja nur mitgemacht. Nee, auf jeden Fall sind jetzt die Winterbiers auch durch. Da waren ein paar richtig coole dabei vom Etikett her. Das ist halt wieder was Besonderes. Es macht aber natürlich immer wieder den falschen Eindruck. Aber ja, ich muss jetzt auch noch 4 Türchen von meinem Adventskalender testen. Dann bin ich damit durch und dann gibt es halt eigentlich immer nur montags 2 Bierchen bei Chill mit Ramses. Und mehr ist es eigentlich nicht. Gut, wenn Hannes kommt, gibt es vielleicht auch mal ein Bier. Aber ansonsten kennt euer Limit. Lasst den Alkohol nicht euer Leben bestimmen, ja. Ich habe da auch nicht so Verlangen nach. Immer nur, wenn Hannes da ist, habe ich Lust, was zu trinken. Das Hannes sieht immer so süffig aus. Deswegen muss ich da immer, wenn ich Hannes sehe, muss ich immer Bier trinken. Ansonsten geht raus, bewegt euch, spielt Pokémon Go, esst Samyang-Nudeln, dass sie schön scharf sind. Wir haben wieder 225 Mega-Energie bekommen. 1101, ich muss mal kurz Pupsi fragen. Wie viel hat deins? 1106. So, Pupsi hat 1106. Wir gucken mal ganz kurz hier drauf. 225 Energie, 13 Bälle, das passt. Kein Shiny, 1126. Müsste also das Beste sein. Ja, wir nehmen das mit. Eigentlich ist egal, wie gut oder schlecht das ist. Selbst wenn das jetzt ein 100er wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht entwickeln. Ich würde dann doch das nehmen, was ich mir getauscht habe, denn das ist schon hochgezogen. Und ich bin ja geizig, möchte hier Staub sparen. Wir bewerten es mal. Es ist kein 100er und das erleichtert mir alles noch ungemein. Es ist das Schwerste, es ist das Größte. Wenn wir jetzt aber hier drauf gehen, Altaria, habe ich eins mit 2140. Das ist richtig weit hochgezogen. Das habe ich auf einem kleineren Account. Der macht eh nichts mehr. Der braucht keine Bonbons, der braucht keinen Staub. Da habe ich eins gepusht, bis es nicht mehr weiterging. Habe mir das dann rübergetauscht. Und das kann ich jetzt nehmen und das könnte ich jetzt einfach entwickeln. Hat 2 Sterne, ist wurscht. Wird jetzt entwickelt, einfach nur, damit wir einfach Mega-Entwicklungen machen können. Ich muss auch die Medaille pushen, dass ich jedes einmal gemacht habe und die, dass ich 1000 Mega-Entwicklungen insgesamt gemacht habe. Das heißt, das wird jetzt alle paar Tage mal entwickelt, wenn es kostenlos entwickelt geht. Wenn es wieder kostenlos entwickelbar ist, meine ich. So, da kommt noch der Tag dran. Der Mega-Tag 3396. Kannst du dann immer zum Boosten nehmen von Drachen oder Fee.
Das ist genial. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Oh, 41 von 45. Da schaffen wir es vielleicht, sogar noch einen Punkt zu machen. Perfekt, großartig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.